Die Schweiz, das Land der Banken. Wunderschöne Landschaften, ob im Sommer oder im Winter. Berge, Flüsse, Seen. Zürich, Genf, Basel und Bern. Leute, befinden wir uns. Wir sind in Bern heute beim Spiel zwischen Young Boys Bern und Galatasaray. Champions League Quali, Playoff. Es geht quasi um die Wurst, um genau dort teilzunehmen. Ich bin hier unterwegs mit meinem Freund Bart Loggia, der beste Torwarttrainer in der Türkei, definitiv. Und ich zeige euch mal ein bisschen Bern. Erinnert mich ein bisschen von der Bahn her an Bremen, weil man mitten in der Stadt. Ja, das Spiel auf jeden Fall aus Bremen. Auch halt in der Innenstadt, die Bremer kennt, oder die in Bremen waren. Die Bahn da lang fahren. Das ist eine ziemlich coole City, muss man mal wirklich so sagen. Das Rathaus, wenn ich mich nicht irre. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Also siehst du in der Schweiz halt auch nur Credit Suisse, Banken hier, Banken da, diese Bank, jene Bank. Also auf jeden Fall eine geile View. Und man hört die Gala-Fans vorne ganz hinten, wo wir eben waren. Hinten Gala-Fans. Und hier einfach so eine richtig geile Schweizer Landschaft. Hab uns das die ganze Zeit im Hinterkopf. Das Jolario. Also ziemlich cool. Familien kommen hier mit den Kids her. Spiel ein bisschen größer. Der Schach. Ich bin ein richtig schlechter Schachspieler. Leute, wir sind gerade mit so einer Drahtseilbahn runter von ganz oben. Gehen mal Richtung Fluss. Oh, wie hieß denn der Fluss nochmal? Ich finde das zwar hier richtig geil und idyllisch, aber ich finde es nicht so geil, dass wir da nachher wieder hoch müssen. Und Coach Carter hier an meiner Rechts, zu meiner Rechten, sagt, wir gehen da schön zu Fuß hoch. Alter, ich bin aktuell richtig unsportlich. Ich habe keinen Bock drauf, zu Fuß hoch zu gehen, aber vielleicht kann ich ihn gleich überzeugen. Hier nochmal ein Pärchen, was glaube ich ein paar nette Fotos schießt. Aber der Typ hat Ahnung. Das siehst du an der Fußbeinstellung. Jawohl. Zeig mir deine Schokoseite. Der Kollege hier chillt mit seinen Kopfhörern und alles. Da oben zu wohnen ist bestimmt auch richtig schnieke, ey. Was machen die da hinten? Ah. Das ist ein Bär. That's why. Oh, schön am Mampen. Nach dem Schwimmen und nach der Abkühlung. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Geile Tiere auf jeden Fall. Ich feiere auch diese ganzen Altschweizer Bauten. Hier unter der Unterführung mit den Häusern. Ich würde gerne wissen, was so eine Bude hier kostet. Sowohl in der Miete wie auch im Eigentum. Das als Kauf. Hojam, danke schön. Bitte schön. Das hat kein Ende. So, nach gefühlt 50 Kilometer Spaziergang sind wir jetzt hier wieder in der City angelangt. Gehen gleich Richtung Hotel. Ich lade mein Handy ein bisschen auf, chillen ein bisschen und runter von diesem Mordstrip für mich. Und dann geht es auch gleich Richtung oder später Richtung Stadion. Ich befinde mich jetzt hier in front of the stadium. Ich bin hier ja am Bankdorfstadion, wenn ich mich nicht täusche. Es ist richtig friedlich, ist alles cool, keiner macht hier irgendwie Terz oder so. Wurden hier viele Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, wie immer, wenn eine türkische Mannschaft in Europa unterwegs ist. Die Hymne. Die Hymne! Das sind die Tests wahrscheinlich, die gerade laufen. Gucken wir gleich ein paar Score-Predictions. Ich bin echt gespannt. Langsam, vor allem mit der Hymne im Background, dann denkt man sich so, hey, es geht los.
Leute, Halbschal darf natürlich nicht vergessen werden. Ich dachte, den gibt es hier nicht, weil das ein Klärungsspiel ist. In einigen Stadien gibt es das halt leider nicht. Aber es ist irgendwie so eine ganz unangenehme Stille hier. Ich weiß nicht warum. Also es ist friedlich, 100%, aber ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl, dass ich hier einen nach einer Squat-Prediction fragen kann, weil, weiß ich nicht, heute ist es irgendwie ganz komisch bei mir. Entweder bei mir oder, ja. Leute, wieder ein Tohuwabohu, Alter. Ein Tohuwabohu. Das Reinkommen war echt zum Kotzen gerade. Aber, ja, whatever it takes, nee, what it hurts, ach, scheiß drauf. Ab ins Stadion. Was ist denn dein Tipp für heute? Das Ergebnis heute 3-2 Young Boys. 3-2 Young Boys, okay. 6-0 Young Boys. Oh, jetzt übertreibst du ein wenig. Nee. Danke, Männers. Viel Erfolg für heute. Dann zeige ich euch das Bankdorfstadion mal von drin. Willkommen im Bankdorfstadion. Kommen die Galaspieler aufs Feld, Leute! Da kommen auch schon die Young Boys aufs Feld! Leute, hier die Aufstellung. Also Gala geht aufs Ganze natürlich, ne? Müssen wir auch. Die Champions League muss her, Leute. Alles andere wäre wirklich unschön. Unschön. Leute, meine Prediction für heute ist 3-1 für Gala. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil Young Boys hat in der Liga wirklich einen schlechten Start gehabt. Aus 5 Spielen haben die 2 Punkte geholt. Gala 2 Spiele, 2 Siege. Das heißt natürlich nichts. Ich bin aber wirklich guter Dinge heute. Gala ist fit. Ich habe schon einiges gesehen, auch mitbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gala gewinnt. Und wie gesagt, 3-1 Gala. Und dann mit einem sicheren Polster nach Istanbul zurück. Das neue Format. Leute, richtig geil. Was ich nicht verstehe, warum das niemals in den türkischen Stadien gemacht wird. Ich hab das in Kopenhagen, Young Boys fern, wenn ich nicht weggehen, aber das müsste doch auch in der Türkei kriegen. Ihr hört sie. Ganz stark, ey. Torreira führt die Spieler zu den Fans, genau.
Alter, die haben aber auch stabile Fans. Aber der Özil ist nicht zu unterschätzen. Fans sind wenig da. Aber die Bälle gehen nur zurück. Leute, Gala spielt echt einen schlechten Fußball. Aber Bern ist auch nicht gerade eine Weltmacht. Also sehr, sehr, auch sehr gefährliche Bälle, die immer wieder von Bern über die Flanken kommen. Vor allem über die rechte Seite. Die linke Seite ist ein bisschen mau bei denen. Da müsste Pauschal ein bisschen anders durchkampen können. Aber es ist echt heftig. Alter, hier jetzt zum Beispiel. Grausam. Grausam. Ja. Die Gala-Fans drehen hier richtig durch, weil der Torwart von Young Boys verletzt ist. Und seit knapp 30, 40 Sekunden hier schon auf dem Boden liegt. Aber ich glaube, der ist wirklich verletzt, weil er sich bei dem einen Angriff von Bauschal Alper da irgendwie falsch hingelegt hat. Alter, die spielen Tiki Taka. Alter, Tiki. Meine Fresse, was denn hier los, Alter? Mann, das ist nicht United, das ist nicht City, nicht Real, nicht Barca. Was ist denn los, Mann? Der Keeper von denen sitzt wieder auf dem Boden. Wie es ausschaut, wird er ausgewechselt. Also es muss mindestens 5 Minuten Nachspielzeit geben. Mindestens. Alter, was hat er rausgeholt? Wahnsinn! Alter, der Ersatzkeeper holt ihn aus dem Willi raus. Der springt der Abwehr, der Stürmer nimmt den mit 1 gegen 1 und klatscht den so rein. Ich wollte gerade aufstehen, weil die Halbzeit zu Ende ist. Alter, der klatscht den so rein, auch so ein billiger Fehler, Alter. Haut der ab mit dem Deck, ist Halbzeit. Ach, Alter, meine Fresse, ja. Leute, Fazit zur ersten Halbzeit. Schrott. Absolut schlechter Fußball. Hätte höher ausgehen können. Hätten noch ein paar tote Gala fallen können, aber schauen wir mal gleich, nachdem wir jetzt das Haus gegessen haben, was in der zweiten Halbzeit schon abgeht. Die zweite Halbzeit hat angefangen, Leute. Es gab 2 Wechsel. Ziyech kam rein. Und Muslera musste auch raus. Ich bin echt gespannt, was jetzt abgehen wird. Freistoß für Gala hier. Batshuayi kommt jetzt ins Spiel. Kriegen wir die letzten Anweisungen vom Coach. Beziehungsweise vom Co-Trainer, weil der Ocker wurde gesperrt, immer von der letzten Saison. Während der Anweisung bekommt, kommt schon Kerim. Ach Mann! Oh, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Schon vielleicht von einem Standard. Ja, Mann! Jawohl! Ja, Mann! Jawohl! Jawohl! Hört euch an, Leute. Hau, jene, die gerade eure Tor, Perschall.
Leute, richtig geil. 2-2. Leider habt ihr das zweite Tor nicht bekommen, aufnehmen können, aber leider dreht das Ding auf jeden Fall. Young Boys jetzt eingeschüchtert und Gala ist jetzt on fire. Die Fans sind auch da, ihr hört's. Alter, Part 2 hätten wir schon. Nein! Zuschauer, die Bärs, die Bärs, die Bärs. Gerade ein sehr, sehr offenes Spiel, Leute. Es ist wirklich sehr, sehr offen. Angriff auf beiden Seiten. Jetzt geht er zum VAR. Potenzieller Elfer. Ja, er gibt den, glaube ich. Ich glaube, der letzte Angriff. Tja. Glückwunsch, Young Boys. 3-2 Sieg. Aber es gibt noch ein Rückspiel in Istanbul. Bin mal gespannt. Bin wirklich gespannt, wie es ausgehen wird. Leute, 3-2 Niederlage gegen Young Boys Bern. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Nach dem 2-2 dachte ich, geil, wir drehen das Ding jetzt. Aber es ist leider nach hinten losgegangen. Aber nichtsdestotrotz mit einem relativ guten Polster, besser als ein 0-2. In Istanbul wäre das natürlich ein ganz anderer Tanz. Und schauen wir mal, was am Bosporus so passieren wird. Ich bin guter Dinge, ich sage, die Quali ist immer noch drin. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt dann ein Like, folgt dem Kanal, Leute. Gleich geht's ab von der St. Gallen zum Grabungsausspiel. In diesem Sinne. Peace.